Meine Stunde heute mit dem Albert war, glaube ich, wichtig für uns alle. Die Stunde ging um Bewegungsablauf trainieren im Winter, sodass man im Sommer den Ball weiter schlägt. Nur ich habe mit Albert an Timing gearbeitet, dass der Schläger im richtigen Moment zischt. Das klingt alles super einfach, aber ein paar Dinge sind notwendig. Und was wir getan haben, ja, ich habe geschaut, dass Albert seine Hände so viel wie möglich einsetzt, also relativ früh einzusetzen beim Ausholen. Und jetzt kommt aber das wichtige Teil. Beim Abschwingen, ja, wir lösen diesen Winkel zu früh und unsere Körperrotation ist meistens falsch getimt oder nicht ausreichend. So, was ich Albert gesagt habe, ist, von hier fang mit einer Drehung an. Okay, aber bitte aufpassen, wenn man mit der Drehung anfängt, ist es sehr leicht auch das zu tun, gleichzeitig von außen zu kommen, das wollen wir nicht. So, was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, drehen und Winkel halten. Drehen und Winkel halten. Und wenn man den Winkel hält, dann automatisch tendiert man dazu, die Arme zu senken. Okay, so drehen und Winkel halten. Er hat aber nur drehen gedacht. Wenn ich drehe sage, dann weiß er, das muss so sein. Und dann Release oder entwinkeln oder loslassen. Aktiv mit den Händen. Richtig Druck mit den Händen machen, während man weiter den Körper dreht. Und das ist dann durch den Ball zu einem Punkt nach dem Ball. So, hier wird losgelassen. Und dann das Freilassen ist nicht nur das. Was sehr viel gebracht hat, war, als Albert freigelassen hat, zu einem Punkt hier. Der Schläger liegt auf der Schulter. Nur ganz lange hat er mir gesagt, wo, und das schaffe ich nicht. Aber ganz lange habe ich ihm gesagt, aber du kannst das, weil es hat nicht mit der Drehung zu tun, es hat mit den Armen und Händen zu tun. Da hat er gelernt, einfach die Arme und Hände zu klappen und dann kriegt man den Schläger auf die Schulter. Okay, so wir haben drehen gedacht, Winkel halten, lösen, aber lösen kommt zu einem Punkt hier, wo man die Ellbogen und Arm locker lässt. Und wir haben viel mit kurzer Eisen trainiert. Pitching Range Eisen 9. Gucken, dass man da so viel Länge mit einem lockeren Schwung schafft. Und dann haben wir es mit den anderen Schlägern gemacht, inklusive Driver. So, falls du die Zeit hast, das kannst du auch trocken nachmachen. Ich denke, das ist ganz gut für dich. Okay, so Albert, die Reihenfolge drehen, dann lösen. So, nimm mal den Stand ein. Winkel früh, ziemlich früh. Jetzt dreh den Körper und warte mal bitte. Und während du den Körper drehst, hält den Winkel. Hält den Winkel. Okay, so noch einmal. Ich rede jetzt nur über den Start des Abschwunges. Noch nicht zum Ball. So, ausholen. Da ist der Winkel. Jetzt drehst du. Du hältst den Winkel. Stopp. Ist der Winkel noch da? Ja. Möglichst mehr. Einmal. Drehen und den Winkel halten. Stopp. Okay, so jetzt machen wir drehen. Und wenn ich drehen sage, dann meine ich Winkel halten. Und dann werde ich lösen sagen und dann richtig mit den Händen arbeiten. So, ohne Ball bitte. So, drehen und jetzt lösen. Jetzt schon lösen. Ja, nachdem du gedreht hast. Drehen und dann lösen. Genau. Aber wenn wir drehen denken, dann denken wir Winkel halten und lösen, weiter drehen und die Hände einfach freilassen und lösen. Jetzt mit Ball gucken wir, ob wir diese Reihenfolge schaffen können. Du hast ein Pitching Wedge in der Hand, ne? Ja. Okay, so denk drehen und dann lösen. Echt gut. Und ja. Sehr gut, ein Dreiviertel Schwung, das ist in Ordnung für ein Pitching Wedge. Und noch einmal, so, jetzt knacken wir die 70. Und die 70 Meter knacken wir jetzt durch schnellere Hände. Aber wieder, der Gedanke drehen bedeutet, dass du den Winkel halten musst beim Abschwingen, nicht lösen.
drehen und dann lösen, aber dann entschlossen lösen. Okay. Erstmal immer ein trockener Schwung. Drehen und lösen. Aktiv die Hände lösen. Nicht ganz, ja, du hast die 70 geschafft jetzt. Ja, ich habe aber die Hände noch nicht gelöst. Nicht Zum wirklich. Schluss. Okay. Das habe ich gemerkt. So, noch einmal. Zeig mir mal den ersten Teil, das Drehen, bevor du den Ball getroffen hast. Ausholen. Bisschen weiter ausholen, weiter ausholen. Jetzt drehen. Stopp. Und du merkst, der Winkel zwischen Arm und Schaft ist noch da. Jetzt kannst du richtig lösen. Okay. Mit Ball. Und das denkst du jetzt die ganze Zeit auf der Runde heute. Drehen und lösen. Lass mal sehen. 77. Cool. Okay, diese Reihenfolge ist entscheidend. So, noch einmal das Lösen zeigen, weil da ist ein entscheidender Moment. Das ist nicht nur durch den Ball. Es ist dann Hier, da, da, da. und über die Schulter. Die Über die Arme Schulter. klappen zum Schluss. Okay, jetzt mit Ball. Gut mit den Händen und Armen gearbeitet.